Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 3. Weiter geht's beim Angriff auf Chengdu. Diesmal werden wir Chengdu verteidigen, denn wir schlüpfen jetzt in die Armee von Liu Zhang. Zhuge Liang hat Liu Bei vorgeschlagen, Liu Zhang seinen Verbündeten anzugreifen, beziehungsweise seinen Verwandten quasi. Er hat ein bisschen gefragt, ob er Hilfe gegen Zhang Lu und Cao Cao gebrauchen kann. Liu Bei hat aber abgelehnt und sogar seine Armee gegen ihn noch mobilisiert. Und jetzt gibt's die Schlacht von Chengdu mit Liu Zhang. Voll Arsch von Liu Bei. Oh, ich bin so tugendhaft. Oh, ich bin so tugendhaft. Greif erstmal meine Verwandten an. Aber Liu Zhang, ja, wen nehmen wir denn jetzt? Das ist ja jetzt ganz blöd. Da passt ja gar kein Char so richtig zu. Das ist wirklich äußerst behindert jetzt. Was machen wir jetzt? Ist der engen Char, den ihr noch unbedingt sehen wolltet? Ich kann mich nicht dran erinnern. Oh. Wer ist noch richtig cool, den wir noch nicht benutzt haben? Haben wir Zhuge Liang schon verwendet? Es wird aber auch überhaupt nicht passen, deswegen nehme ich ihn nicht. Tong Zhua hatten wir noch nicht, ne? Liu Chan auch nicht. Ich finde beide cool. Und Dong Zhuo hat noch seine Story. Aber Liu Chan nehmen? Wir nehmen Liu Chan. Dong Zhuo hat ja noch seine große, große Story in Extreme Legends. Da werden wir noch so viel mit dem spielen. Deswegen lasse ich das Spiel nicht mit Dong Zhuo. Liu Chan werden wir nur einmal verwenden. Nicht bei Liu Chans Flucht in Extreme Legends. Das weiß ich jetzt schon. Deswegen kann sie hier nochmal ran. Ich hätte natürlich auch Xie Qiao oder so nehmen können. Aber ich habe jetzt Bock auf Liu Chan. Ich mag die nämlich. Hier einmal Viertwaffe, die Goldkugel ohne Element, Abwehr, Glück erreichen, Musu aufladen, Musu Maximum, sehr Musu spezifisch und auf die Abwehr, da ist die kaiserliche Keule schon interessanter, mit Feuerschaden, HP, Maximum, Angriff erreichen und Musu aufladen, die nehmen was sowas von, sieht auch richtig cool aus, wir haben hier zwar eine goldene Kugel, aber hier haben wir quasi so eine Blüte, das sieht ja richtig nice aus. Nicht so basic, sieht schon ganz besonders halt aus, ne? Liu Chan würde ich auch vorschlagen, dass wir hier mit Ding spielen, der Musu-Weg, auf jeden Fall. Nehmen wir die Kaiserwache. Liu Bei muss besiegt werden und Liu Chan ergibt sich! Was? Das kann passieren! Oh mein Gott! Der darf es nicht zulassen! Wie triggert das denn? Der darf es sich nicht ergeben, Mann! Liu Bei darf wahrscheinlich nicht zu ihm kommen. Holy shit, das ist ja richtig kacke. Was machen wir jetzt? Ja, Zhao Yun und Pang Tong. Habe ich im letzten Part schon gesagt. War mir nicht sicher, ob Ma Chao oder Wei Yan hier teilnehmen, weil manchmal wird hier durchgeswitcht in Dynasty Warriors 3. Aber es ist wohl das Korrekte hier. Sehr schön. Ja, guck mal, wie wenig los ist, man. Nur Pang Tong, Zhao Yun und Liu Bei. Nicht mal Unteroffiziere sind am Start. Das ist interessant. Oh, nur Moral 2. Selbst Zhang Ren. Du könntest wenigstens nur einen Moralstern mehr haben. Du hast immerhin Pang Tong besiegt. Yan ist ja später auch überlaufen. Yan auch, aber der ist hier gar nicht zu sehen. Oh mein Gott. Liu Zhang, der Herrscher der fruchtbaren Länder Yi, beginnt sich von den benachbarten Ländern bedroht zu fühlen. Er wendet sich an seinen Verwandten Liu Bei, der die nahe Ying-Provinz bewohnt. Ja genau, und beim benachbarten Land war halt Zhang Lu, der wollte ihn angreifen und wurde auch schon mal von Cao Cao besetzt, also war Cao Cao quasi auch eine Gefahr und deswegen Zhang Lu und Cao Cao. Auf Anraten seiner Männer sendet Liu Zhang einen Botschafter zu Liu Bei mit der Bitte um Verstärkung. Zunächst scheint Liu Bei helfen zu wollen, in Wahrheit jedoch sind seine echten Motive ganz anders. Ja, seine echten Motive haben nichts mit Tugend zu tun. Obwohl man sagt, ja, für die Tugend, ja, greif erstmal seinen Verwandten an, ey. Im Jahre 211 zeigt Liu Bei endlich sein wahres Gesicht. Er zieht in Richtung Chengdu, um die Yi-Provinz zu übernehmen. Liu Zhang verstärkt die Verteidigung der Stadt und wartet nur darauf, den nahenden Liu Bei zurückzuschlagen. Ich hoffe, die Verbündeten schlagen auch zurück und ergeben sich nicht, ansonsten kriege ich jetzt hier die Krise! Bitte, Verbündete, bitte kämpft! Was sollen sie hier ergeben? Oh, jetzt sehen wir nochmal diese geile Sequenz mit Pang Tong. Ihr bittet mich tatsächlich anzugreifen? Meine Familie?
Ihr müsst Schuhe annehmen. Oder ihr habt keine Chance gegen Wu und Wei. Aber das ist gegen jeglichen Anstand. Wenn nicht ihr, dann wird Cao Cao mit Sicherheit siegen. Das ist gegen jeden Anstand und ungerecht. Aber um die Zukunft des Landes zu sichern, müsst ihr kämpfen. Und so griff er seine Verbündeten an. Aber diese Beleidigung kann ich euch nicht vergeben. Alle Einheiten, zerschlag Liu Beis Invasion! Scheiße, hier kann man ja nichts sehen in dem Wald. Dieser Ort ist seltsam still. Die Synchro, die kenne ich. Das ist eine ganz berühmte Synchronsprecherin. Sie sehen stark aus. Scheiße, ich weiß. Normalerweise wäre es cooler, wenn ich nicht schummeln würde, hier auf die Karte zu gucken, aber ich will nicht, dass die Verbündeten sterben, ey. Nicht, dass Liu Zhang sich dann ergibt. Ja, was, Liu Han, wo ist der denn? Da, okay, dann helfe ich dir mal, wenn er gerade um die Ecke ist. Das Pferd hätte ich hier wieder nicht gebraucht, auf jeden Fall nicht. Scheiß die Wand da, ne? Nicht so hastig. Oh, Zhao Yun, den machen wir kaputt! Komm her! Oh, richtig kaputt jetzt hier. Pang Tong wurde von manchen nicht so gern gesehen. In der Zwischensequenz haben wir ja Pang Tong und Zhuge Liang gesehen, den schlafenden Drachen und den fliegenden Phönix. Aber Pang Tong war echt so ein bisschen umstritten, weil seine Art war wohl... Ja, schon ein bisschen komisch. Ich finde, auch durch diese Lache in der Zwischensequenz hat man das ganz gut gesehen. Oh, der Mitsu ist nicht schlecht von Diochan. Oh, die sind aber im Struggle in diese Noobs. Und wir besiegen jetzt Zhao Yun und... Dann sieht das gut aus. Müsste die Moral ja steigen. Pang Tong wäre wirklich sehr dubios. Aber hat was. Ach, Pang Tong, wenn man vom Teufel spricht. Ich glaube, ich habe etwas Zeit zum Spielen. Oh, eine Musik, das Ganze jetzt auch hier im Wald. So richtig gruselig. Okay, wir müssen jetzt mal langsam hier einen loswerden, damit die Moral von den Verbündeten mal wieder erträglich ist. Die Moral der Verbündeten wird niemals erträglich, weil die bei 2 gestartet ist. Das ist keine Ausgangsposition, aber das ist eine geile Sache. Wir haben die Orks des Kriegsgottes. Jetzt können wir diese Idioten hier ganz schnell besiegen. Wow, wie viel Schaden hat er gemacht. Ich habe hier gar nicht die Zhao Yun hier gekämpft. Oh Mann. Goddammit. Die Axt des Kriegsgottes, Mann. Voll wasted. Zhao Yun, yes. Alter, wie viel Damage machen die denn? Seid bitte vorsichtig. Und ich hab schon wieder nicht Zhao Yun gekommen, Mut. Was ist denn hier los, ey? Alter, was ist das denn, ey? Nur Bogenschützen und... Holy moly, ey. Was? Ja, wisst ihr nie. Aber jetzt. Haha. Take this. Und Pang Tong auch. Okay. Bin ganz allein jetzt. Kann man aber schaffen. Oh nein, kann man nicht. Was? Seid ihr behindert? Sind die wahnsinnig geworden? Alter, wie ist das übertreiben? Ja, also, die Verbündeten haben ja Probleme, ne? Und ich auch. Ich mach mich hier ein bisschen vom Acker. Ich habe nämlich noch ganz wichtige Termine, müssen die wissen. Ich würde gerne mit euch spielen, aber ich kann leider nicht. Müssen wir verschieben auf ein anderes Mal. Ich weiß, das ist jetzt ein schlechtes erstes Date mit uns, Zhao Yun, Pang Tong, aber ja, kann man nicht ändern. Okay, Pang Tong, Wachführer, der gibt uns wieder Leben. Und die. Alter, was haben die Entwickler sich denn dabei gedacht? Habt ihr es gesehen, ey? Bogenschütze. Und Armbrustschütze natürlich auch. Darf ich nicht vergessen.
So, Chao Yun. Ein weiteres Mal. Versuch Nummer 2. Boah, wir haben eher so wenig Schaden gemacht. Er hat sich bestimmt geheilt. Das kann ich nicht glauben. Die ersten Verbündeten sind schon tot. Ganz, ganz scheiße. Was willst du machen? Hier genug Probleme mit dem. Yes. Oh, die Yotsan macht zu wenig Damage. God damn it. Aber wir haben ihn ganz gut. Wir haben ihn. Oh, come on. Und noch ein. Eins. Nein, nein, das lebt er noch mit einer Energieeinheit. Cross up. Hat nicht geklappt. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, jetzt heilt er sich. Nein, er heilt sich nicht. Okay, greif mich an. Haha. Tot. Baited. Das war's. Chao Yun is down. Im Kampf zu sterben ist ehrenhaft. Es ist so witzlos. Also die Schlacht ist mega weird. Erstmal nur so wenig Gegner. Und dann immer ohne Musik hier im Wald. Ich weiß ja nicht, was der Fall ist. Ich glaube, das ist die schlechteste Schlacht. Deswegen, nee, eigentlich ist es ja nicht schlecht, Mann. Es ist ja eine Atmosphäre für sich, aber... ich weiß ja nicht. Helfen wir da oben ein bisschen aus. Ich denke, da sind schon so viele jetzt gestorben. Nicht, dass Liu Zhang sich ergibt, ne? Ah, endlich wieder Musik, Mann. Wenn das so weitergeht, kriegen wir Probleme. Oh, auch tot, geil. Verbündeten alle vom Pangtong besiegt. Wieso geht der überhaupt nicht? Wieso geht der diese Route? Normalerweise muss der da bei Zhang Ren lang. Als ob er gewusst hätte, dass Zhang Ren ihn umbringt, ey. Nimm das, mein Freund. Der ist gehört. Pangtong ist so verrückt. Oh mein Gott, er muss so macht viel zu viel Schaden. Nein, das ist nicht schön. No. Haben wir ihn? Ja. Haha. So kann sie ganz gut Damage machen mit dem Musu. Werden wir ihn jetzt immer weiter von hinten kombonieren, weil dann kann er nichts machen. Das ist immer true. Come on. Kein Musu-Angriff, nix. Ja. Er ist tot. Liu Bei. Suge Liang. Oh, jetzt kommt die Todessequenz. Ich kann nicht weitergehen. Das war diese spezielle Sequenz. Geil, haben wir das auch mal gesehen. Weil ich glaube, ich habe Pangtong nicht gerettet. Auf Seiten der Schultruppen. Ja, schön, haben wir das alles mal gesehen jetzt. Wo bleibt denn die Verstärkung? Kannst du nichts alleine. Das ist jetzt hier nicht wahr, ne? Ich finde einen Musu-Krug. In so ein fucking Fass. Feels bad, man. Okay, nehmen wir jetzt das Pferd. Ah, wer ist hier? Kein Wachführer, scheiße. Pangtongs Moral steigt. Pangtong ist tot, Mann. Denkst du an. Okay, wir werden jetzt zur Verbündeten stoßen und gemeinsam hier vorrücken und gemeinsam Liu Bei besiegen. Nein, wir sind im Wald. Wir hören nur die Eulen. Oder sonst was, was sich hier herumtreibt. Nachts im Wald. Ich mag es eigentlich. Das ist schon Atmosphäre für sich. Hat was von Labyrinth der Steine Wächter aus Yiling. Schlacht vor Yiling. Oh mein Gott. Dann nehmen wir hier die Rüstung mit. Wir brauchen langsam mal wieder Leben. Egal was passiert, dieser Sieg ist unser. Ja, Liu Bei, du bist alleine. Da sind die Verbündeten. Lasst Pangtongs Tod nicht umsonst gewesen sein. Zu wem redest du? Zu deinen Gefreiten? Chao Yun ist auch bereits Geschichte, mein Freund. Sind hier die Verbündeten? Ich hab mich verlaufen. Ich hab mich echt verlaufen. Na gut. Dann schon hier irgendwie wieder rausfinden. Also, den Weg zu Liu Bei oder zu den Verbündeten ist mir jetzt egal. Hauptsache ich. Mach was Produktives. Du bist ein besserer General, als ich gehört habe. Du bist ein noch schlechter General, als ich gehört habe, mein Freund. Na gut, immerhin lebt er noch, nicht so wie Leng Bao. Ach, Kinders. Was ist denn hier los? Sag mal bei der Schlacht. So wenig Heilung.
Muss doch nicht sein. Oh, schöner Move. Der war klasse. War ich normal. Haha. Ah, ich mag diesen Move auch mit diesen zwei Wellen. Ach, verdammt. Meine Freunde. Die Armbrust schützen. Aus dem Weg. Verpisst euch. Welche Musik war das? Wisst ihr es? Kommt in nächsten Partyschlacht. Letzte Schlacht der anderen. Da habe ich den Track entnommen. Jetzt hier die Dynasty Warriors Jukebox. Das Tor gesichert ist, haben die Verbündeten auch ein besseres Spiel. Wenn nicht immer Truppen nachkommen, wenn sie einmal hier eingedämmt wurden, dann hat Liu Bei auch nicht mehr diese Macht. Also beenden wir das. Yes. Und hier ist auch Leben. Nehmen wir den Scheiß mit, obwohl ich eh das alles maximiert habe. Haha, aber nur plus 100, ey. Kommt schon. Ist doch nicht euer Ernst, Mann. Ich werde hier jetzt noch irgendwo einen Lebenspot versteckt. Boah, eine Vermutung wo, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Und selbst mein Liu Zhang wäre auch was, weil. Meint ihr, ich gehe wirklich so weit weg? Nee, ich zeige euch das mal mit dem Mauszeiger. Ich meine, dass hier was versteckt ist. Ja. Aber da gehe ich halt nicht hin. Oh, hier sind Verbündete, das ist gut. Sehr, sehr gut. Und Assis. Bogenschützen. Die. So, wir haben... Oh, was? Ein Bogenschützer hat Leben gegeben? Was? Die geben sonst noch nur Pfeile. Wie cool ist das denn? Das war jetzt das erste Mal. Das hatte ich noch nie. Das muss ein Bug sein. Das muss ein Bug im Spiel sein. Die geben immer nur Pfeile. Wie geil, ey. Einfach mal Leben bekommen. Sonst hier zu wenig Leben bekomme. Ach komm, da muss ich mich anders umdrehen, damit ich die treffe. Mit so einer Welle. Das ist die perfekte Welle. Komm schon. Yes. Wombo-Kombo. Da ist Liu Bei. Aber wir joinen mal den Alliierten. Gemeinsam sind wir stark. Ich dachte erst, es ist irgendwie ein Lebenspot, aber es ist doch nur ein einfacher Stein. Kann ich nur so dumm sein. Oh! Truppen von Liu Bei. Denkst du, Yang, das sind Schwierigkeiten? Denkst du, Yang? Nein! Ich weiß halt nicht, wo der ist, ne? Ich könnte es auschecken, aber ich mach's nicht. Weil ich ihn gar nicht helfen will. Bin ich nicht böse? Doch, ich würde ihm wirklich gerne helfen, aber erstmal diese Säcke hier loswerden. Ja, die geben mir auch Leben. Oh yeah. Immer musst du verbraten, das macht am meisten Damage mit Diochan. Aber nur wegen dem wahren Musu-Weg. Aber es ist auch wirklich wichtig für sie. Ihr seht ja diese Schockwellen, wie viel Damage die machen. Oh ja, alles wieder voll. Geiler geht's nicht. We're back in game. Einmal fast gestorben, Jungs. Sehr schwer wäre ich definitiv weg gewesen, aber hätte ich nicht so reckless vorgegangen. Kann ich nicht alleine gegen die Offiziere anstehen. Musste immer mit Verbündeten agieren. Sonst verlierst du. Oh, da ist Liu Bei. Ja, ich will den aber noch gar nicht. Für die Erneuerung des Königreiches. Kein Bock? Oh, was? Ich will nicht mit dem spielen. Ich will es nicht. Oh, und dann diese Arschlöcher hier noch. Die lassen mich jetzt hier nicht mehr abhauen, ne? Doch. Keine Ahnung, Mann, wo die Verbündeten... Okay. Wir müssen jetzt, wie ich die ganze Zeit cheate, ne? Nehmt's mir nicht übel. Ich hasse diesen Wald, wenn man sich nicht richtig auskennt. So, jetzt müsste ich gleich bei den Verbündeten sein. Ich glaube, ich muss jetzt hier hin. Hier sind zwar Verbündete, aber kein Offizier. Wenn das so weitergeht, kriegen wir Probleme. Ich würde gerne mit Zhang Ren gegen Liu Bei vorgehen, weil das ist ja immerhin der stärkste Krieger von Liu Zhang. Also, why not? Ah, Yan Yan war auch gut. Und ist halt auch übergelaufen zu Liu Bei. Yan Yan ist hier jetzt gar nicht dabei, ganz komischerweise.
Weiß auch nicht warum. Zhang Zong auch nicht. Fehlen ein paar von Neo Zhang, muss man ganz ehrlich sagen. Aber macht ja nichts. Oh ja, super viele Bogenschützen hier für uns. Alright. Ja, hier, Zhang, rennen! Let's go! Ich halte mich jetzt die ganze Zeit an ihm, bis er zu Liu Bei geht. Na los. Ich bin jetzt deine Liebhaberin. Ich stalk dich jetzt bis ans Ende der Welt. Oh, ich stehe nicht auf Frauen, ich stehe nur auf Männer. Besonders auf Pang Tong. Was? Ach, komm schon, Zhang Ren, du Langweiler. Okay, es ist aus. Diese Beziehung hat keinen Sinn mehr. Was macht der da immer? Der macht den Pferd-Dance, macht der. Er dreht sich um. Und... Was ist los mit ihm, ey? Das ist der mächtigste Krieger von Liu Zhang. Pferd-Dance, Pferd-Dance. Nochmal einmal den Pferd-Dance. Ja! Was zur Hölle, Mann? Was ist mit ihm nicht richtig? Also, mit dem Pferd-Dance besiegt man keinen Liu Bei. Spaß, ey. Jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Aber hier ist noch ein Verbündeter. Ich hoffe, der macht nicht auch den Pferd-Dance. Das ist eigentlich eine unnütze Taktik, die Liu Zhang hier erfunden hat. Nee, Deng Xiang kämpft. Das ist ein tapferer Krieger, wie er im Buche steht. Let's go, wir machen das jetzt. Let's do it together. Bist neu, mein neuer Liebhaber jetzt hier. Aha. Well played. Oh, shit. Was? Das ist ein Bug. Ich krieg keine Pfeile mehr, ich krieg jetzt immer Leben von denen. Deng Xiang. Was denkst du? Deng Xiang. Nein, nicht Fair Dance. Nein. Nein, please not. Das macht der jetzt nicht auch noch. Also dann kriege ich mich, glaube ich, hier nicht mehr ein. Okay, er chillt nur. Er hat nur keinen Bock zu kämpfen, aber Fair Dance kann er nicht. Es kann nur Zhang Ren. Danke. Danke. Ich wäre kollabiert, hätte der jetzt den Fair Dance gemacht. Ich hab dich immer noch im Auge. Okay, kein Pferd-Dance. I see you. Okay, kann er nicht. Ach Goddammit, ey, wir sind auf uns allein gestellt. Die Idioten wollen nicht gegen Liu Bei kämpfen. Das ist doch beschissen, Mann. Ich rette sie. Reiß mir den Arsch auf, um Pang Tong und Zhao Yun so früh wie möglich zu töten. Und was machen die? Die helfen mir nicht mal ansatzweise. Das ist doch zum Kotzen. Liu Bei ist echt nicht schwach. Die müsste man mit mehreren hier bearbeiten. Vor allen Dingen die Wachen, die nerven ja auch. Meine Fresse, ey. Nix machen sie für einen, die Arschlöcher. Kotzen die mich an von Liu Zhang, diese Truppen. Liegt das daran, weil die jetzt keinen Moral mehr haben? Die müssten ja Moral gar nichts haben. Hey, doch, die haben sogar zwei Sterne. Wie lächerlich. Liu Bei, verpiss dich. Schleudert ihn jetzt einfach zu Deng Xiang, der muss er kämpfen. Dann muss er kämpfen. Okay, Wache für Wache. Ich will echt ein 1 gegen 1 mit Liu Bei. Was heißt 1 gegen 1? 1 gegen 1 gibt's eh nicht, weil meine Truppen hier noch sind. Aber das ist eh keine große Hilfe. Muss man ganz ehrlich sein. Seine Wachen sind da tausendmal besser. Wie man hier sehen kann. Da sind jetzt aber einige Wachen schon besiegt. Oh, hier haben wir auch noch Truppen. Lass meinen Bogenschützen Ruhe, ja? Er kann uns echt der Arsch retten. Liu Bei uns kombot, ein Pfeil unterbricht ihn und schon stehen wir gut da. Yes, der Bogenschütze ist gerettet. Das ist doch mal was. Ich glaube, der ist mir eine größere Hilfe als Zhang Ren. Er kann ja nur den Pferd Dance. Ha. Ab in die Luft mit dir. Abwehr durchbrechen? Ah, oder er wehrt gar nicht ab. Oh, Deng Xiang! Deng Xiang greift an! Lass mich raten, Zhang Ren steht da immer noch. Ja, der macht noch sein Pferd-Dance. Mhm. Was ein Spaß. Also ich glaube, es wird ein neuer Running Gag in allen Dynasty Warriors Let's Plays. Oh, ist das Zhang Ren? Nicht, dass er den Pferd-Dance macht. Alter. Okay. Reingefallen und die. Brüder, es tut mir leid, aber ich muss unseren Schwur brechen. Ich muss mich auch erbrechen, als ich den Pferd-Dance gesehen habe. Alter, was war das für ein Part? Mega weirder Part.
die ganze Zeit ohne Musik, dann solche komischen Sachen wie der Zhang Ren, dann fast tot einmal, ihr dann nur rum und was war das für ein Part, Freunde? Lulling Bao ist gestorben. Wie macht der Zug? Noob, noob. Ist auch der Richtige, ne? Ich wäre ja auch fast gestorben. Na gut, Angriff oder Abwehr? Abwehr. Die verrecken mir sonst zu schnell. Vor allem, weil dieser eine Abwehrpunkt ja so viel ausmacht, ne? Alright, Angriff auf Chengdu, die verrückteste Schlacht des gesamten Let's Plays auf jeden Fall. Was war das, ey? Ich verstehe es nicht. Freunde, oh nein, nicht der Duel-Modus. Duell-Modus ist richtig geil, den werden wir aber nicht machen. Das ist ein Zwei-Spieler-Modus, kann man 1 gegen 1 gegen die Leute spielen. Das macht richtig Laune. Habe ich früher mit meinen Kumpels immer gespielt, das war so lustig. In heutigen Dynasty Warriors-Teil kann man ja immer nur zusammenspielen, aber dieser Versus-Mode, der war so klasse, der war einwandfrei, der hat richtig Bock gemacht. Aber das kann ich leider nicht. Kann ich nicht aufnehmen, weil es geht wirklich nur zu zweit. Freunde, wir haben nur eine Schlacht, nämlich die geile Nan-Man-Kampagne hier. Wir waren jetzt hier bei Chengdu. Schlacht am Tongtor habe ich mich informiert, steht zwar alliiert, aber wir haben das im Rahmen der Schuh-Story schon gemacht. Mit Ma Chao natürlich. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Jetzt Nan-Man-Kampagne, hier auch alles gelöst. Auch die Wu-Zang eben natürlich zweimal. Sprich, wir haben nur die Nan-Man-Kampagne mit den Nan-Man-Truppen. Die wird natürlich gemacht im nächsten Part. Einen Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Und danke fürs Ansehen.